Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade meine Curly Box erhalten, die wollte ich natürlich direkt mit euch zusammen auspacken. Wie ihr von ein paar Videos schon erfahren habt, da habe ich ja die letzte Curly Box zusammen mit einem Geschenke-Haul hochgeladen. Ja, ich habe ja ein 3-Monats-Abo von meinem Freund zum Geburtstag bekommen. Die Curly Box, wenn ihr nicht wisst, worum es da geht, also ich mache ja die Curly Girl Methode und da muss man ja auf spezielle Inhaltsstoffe der Produkte achten. Wenn man auf sowas nicht so Lust hat, mittlerweile habe ich da so ein bisschen den Durchblick, Gott sei Dank. Aber wenn man halt da nicht so Lust drauf hat, gerade als Einsteiger und so weiter, kann man sich halt diese monatlichen Boxen bestellen oder halt im Quartal, Halbjahrs- oder Ganzjahrs-Abo. Demnach wird es halt auch günstiger. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken. Und ja, dann hat man hier auf jeden Fall Produkte drin, die mindestens 70 Euro wert sind, bis 100 Euro, soweit ich weiß. Man kann zwischen dicken und dünnen Haaren wählen oder beziehungsweise feines und dickes Haar. Ich habe mich für das Paket für feines Haar entschlossen und habe jetzt meine zweite Box hier und ich bin sehr neugierig und wollte es mit euch zusammen. Oh, Buklem! Ja, hier ist auf jeden Fall so ein Dings drauf und da steht halt schon mal so ein bisschen drin, was da drin ist von Buklem. Okay, ich liebe nämlich Buklem. Ja, sie kommt so daher. Sie kommt übrigens aus Österreich und ich habe hier jetzt erstmal eine, oh, wie geil, eine Massagebürste. Es können halt auch Tools da drin sein und da ist das erste Tool. Das ist das erste, was ich so halt habe. Bei den letzten, da waren von Imbune Sachen drin. Da verwende ich auch im Moment zwei Sachen davon. Sehr regelmäßig, ich mag die auch. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt gehabt, mir eine Massagebürste zu bestellen. Ich hatte mal eine, aber die war jetzt nicht besonders gut. Die ist natürlich mega, die hat so Silikonborsten. Guckt mal, die ist so flexibel. Und man soll halt sich die Kopfhaut massieren beim Haarewaschen. Und so lange wie möglich, ne? Das ist halt gut für die, ich sag mal, Nachfettung und das Haarwachstum und dass die Haare schöner aussehen einfach, ja? Und jetzt habe ich wieder eine und die finde ich sehr cool. Man steckt hier die Hand rein, man sieht hier oben schon, da kommen die Finger rein. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich sehr cool und ist halt auch ein bisschen flexibel. Also meine Hände sind relativ schmal und das passt dann und die Gumminoppen sind super. Und ich muss die Haare eh bald wieder waschen und dann kann ich einen Washday damit einlegen. Ich freue mich und hier steht drauf, ja, zum Beispiel die Scalp-Massage-Brush ist das perfekte Pflegeutensil für gesundes Haarwachstum, seht ihr? Und eine frischere Kopfhaut. Die Bürste reinigt, exfoliert und ja, stimuliert die Kopfhaut mit den weichen und flexiblen Silikonborsten. Abgestorbene Hautschüppchen fegt sie einfach weg und das Haar wird seidig und weich. Und dann Anwendung. Trage deinen Co-Wash auf, massiere ihn in deine Kopfhaut, in kreisenden Bewegungen ein, kann ebenfalls zwischendurch verwendet werden, um das Haarwachstum anzuregen. Finde ich geil. Kennt ihr diese komischen Dinger, die man so auf den Kopf macht, mit so Krallen? Oh, das liebe ich ja schon. Und ich freue mich. Mega cool. Das Ding kostet wohl 15 Euro, wenn man es kauft. Okay, weiter geht's. Da haben wir jetzt von Go & Home haben wir ein Styling-Gel. Sehr geil. Ich habe ja vorher mit Gelen nicht so viel am Hut gehabt, um ehrlich zu sein. Seitdem ich Curly Girl mache, stehe ich voll auf Gelprodukte. Und so schaut die Verpackung aus. Ist vegan und ja, hier steht Natural Cosmetics, made in Austria. Ja, ich guck mal, was das so kann. Hier, Go & Home Styling Gel Summer Splash. Ist das das? Genau. Ist wohl, auch das sind alles Full-Size-Größen, ne? 8 Euro kostet das und das soll. Perfektes Styling ohne auszutrocknen. Das Summer Splash Gel bändigt deine Locken und Wellen. Einfach und effektiv. Es pflegt deine Haare intensiv mit Haselnussöl, Tiroler Bergquellwasser und Weizenproteinen. Also ist mit Proteinen. Verteile das Gel gleichmäßig in deine nassen Haare und arbeite es gut ein. Sobald deine Haare komplett trocken sind, knetest du den Cast aus. Ich mache ja diesen hier, ne? Ich klatsche, ja, wo sich viele lustig machen. Aber das habe ich halt in verschiedenen Facebook- und Instagram-Videos gesehen und das klappt bei mir sehr gut. So, und jetzt, achso, das ist noch zu. Ich lasse es auch zu. Ich hätte jetzt, oh, vielleicht kann man ja so. Nee, ich hätte vielleicht ganz gerne mal dran gerochen, aber ich werde das erstmal zulassen. Aber ich freue mich. So, da gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes? Ein Conditioner und Detangler. Detangler ist entwirren, ne? Und das sieht so aus. Ich finde, die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend aus. Das ist mit Oat Milk
Und Arganöl. Oatmilk müsste auf jeden Fall was Holziges sein, definitiv. Und da schauen wir mal, was das kann. BHB, Conditioner und Detangler. Der Conditioner und Detangler mit tiefen, wirksamen, nährenden Kokosöl sorgt für optimale Kennbarkeit. Ja, ich würde es für den Co-Wash benutzen, steht hier auch. Für den Co-Wash gründlich in die nasse Kopfhaut massieren und anschließend gut ausspülen. Er kann auch als Leave-In für Definition und Pflege der Locken verwendet werden. Cool. Kostet 14 Euro. Ich finde das ja schick, ne, mit so einem Holz. Deckel hier. Richtig schick. Macht sich bestimmt sehr schön im Bad. Und so ein bisschen, nicht gummiert, aber so matt, finde ich, sieht auch sehr schick aus. 300 Milliliter. Ist eine ordentliche Pulle. So, dann haben wir hier. Da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil ich liebe Buklem-Produkte, ja. Stehe ich voll drauf. Das hier habe ich schon. Ist gerade leer. Also am Leergehen, sage ich mal. Und ich liebe es. Das kann ich nur empfehlen. Das ist von Buklem, das der Curls, die Curl Styling Gel. Das. Und das kostet 29 Euro. Ja. Hier steht, dieses Haargel mit besonders langanhaltendem Effekt ist das perfekte finde ich für deine Routine. Deine Haare sehen gesund, gestärkt und hervorragend aus. Genau was deine Locken und Wellen brauchen. Darüber hinaus kaschiert das Gel Frizz. Trage das Gel auf deine nassen, feuchten Haare auf. Am besten in Sektionen arbeiten und lasse sie anschließend Luft trocknen oder diffuse sie anschließend den Cast auskneten. Mit dem Gel kriege ich meine schönsten Locken hin. Im Moment benutze ich eins von SIM, was auch okay ist, aber ich finde das Buklem besser. So, und das letzte Produkt ist der Conditioner. Finde ich auch cool. Da habe ich sogar letztens, als ich mir das Dings gekauft habe, habe ich mir sogar überlegt, den zu bestellen. Ja, und hier steht, der kostet übrigens 26 Euro. Der Conditioner belebt deine Locken oder Wellen und spendet ihnen intensiv Feuchtigkeit, ohne sie zu beschweren. Er hält deine Locken weich und schenkt ihnen Glanz mit einem subtilen, warmen, aromatischen Duft. Da schauen wir doch mal. Ja, solange es kein Pina Colada ist, finde ich alles super, um ehrlich zu sein. Weil Pina Colada hier wie die Cantu-Produkte. Für den Co-Wash, den Conditioner gründlich, ja, das ist halt ganz normal, ne? In den Längen verteilen, entwirren und gut ausspülen, so wie man halt Co-Wash macht. Ich finde die Box super. Ich freue mich tierisch. Was soll ich sagen? Also, ich habe gehofft, dass mal Buklem dabei ist. Also, ich finde es große Klasse. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mein Abo noch ein wenig laufen lasse. Weil das 3 Monate, also ich glaube, eine Box kostet 45 Euro. Man kann auch diverse Rabattcodes im Internet finden. Zum Beispiel von Mrs. Rosaro, die hat einen 10% Rabattcoupon, also Rabattcode. Und da könnt ihr dann mal testen. So, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja komm, dann mache ich ein 3-Monat-Dienst, wie ich jetzt zum Beispiel in dem Fall habe, da bezahlt man pro Box 33 Euro. Und da bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich das nochmal machen soll, weil ich bin schon ziemlich angetan und würde da ganz gerne noch ein wenig weiter verwenden. Vor allen Dingen, wer zum Beispiel, was war das? Wer zum Beispiel überhaupt nicht klarkommt mit den Produkten. Es gibt halt bei Facebook diverse Facebook-Gruppen, wo man Dinge, wo man überhaupt nicht mit klarkommt, dass man die dann halt verkaufen kann und dann hat man, ist das nicht ganz so, böse, was ist böse? Dann ist es nicht ganz so schmerzhaft, ne? Weil ich sag mal so, Beautyboxen gibt es ja wie Sand am Meer, aber so Curlyboxen mit safen Produkten finde ich richtig gut und da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich so ein wenig hier habe. Ja, wer auf jeden Fall auch mal so ein bisschen, wer die Curly Girl Methode halt auch macht, ne? Seitdem ich die mache, habe ich viel definiertere Locken. Ich finde es super, ja. Kann da ja mal drauf gehen. Ich bin total begeistert und ist natürlich ein wenig Zeit, was man da ein bisschen investieren muss, aber ich werde ständig jetzt mittlerweile auf meine Locken angesprochen. Also, und ich habe meine Locken schon mein Leben lang. Ne? Ja, also wem es interessiert, wie gesagt, ich verlinke euch die Internetseite mal in die Infobox und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Ciao.